deutsches Booster Display, Shadow Clash, Blinding Knight, Dual Masters. Im letzten Video hatte ich hier Nice Pole. Trox General der Vernichtung. Habe ich gar nicht hier richtig den Namen erwähnt. Eine Very Rare Holo-Karte. Tja, und jetzt habe ich zum Schluss noch für dieses Video 6 Booster Packs. Und die gilt es zu öffnen. Mal da rausholen aus dem Booster Display. Und dann schaue ich einfach mal wieder, was ich hier doppelt habe. Und ich sehe gerade hiervon, habe ich 2 Stück. Das heißt, die werde ich zuerst öffnen. Die anderen hier sind wieder random. Dann fange ich doch hiermit einfach mal an. Hier haben wir einmal wieder das Puzzleteil. Hydrowirbelsturm. Mischlingsmann, Sonnendurchbruch, Raketenjunge, Kamikate, Kettensägenkrieger, Aquawache, Blasto, explosiver Soldat, Gulan, Rias, Tempowächter, Aquarüttler, Kolon, das Orakel. Ich hoffe, ich kriege noch einen Nice Pull. Ich hoffe immer noch auf eine gelbe Karte in Holo. Ich hoffe, ich bete, dass ich endlich mal eine kriege. Also, wir haben hier das Puzzleteil, nicht zu vergessen. Den Mega-Detonator. Ja! Wolkenbruch-Elementar. Ist das nice? Ist das nice oder ist das nice? Yes! Das ist eine very... Ne, das ist sogar eine super Rare. Boah, das ist zwar nicht die Karte, die ich hier haben wollte. Aber das ist bombenmäßig. Hammer. Rimul Wolkenbruch Elementar. Wenn du diese Kreatur in den Kampfbereich legst, tappe für jede. Ungetappte Lichtkarte in deinem Mana-Bereich eine der Kreaturen deines Gegners im Kampfbereich. Nice Effekt, damit kann ich direkt angreifen. Und Doppelbrecher. Das ist echt brachial, das ist geil. Dann haben wir hier noch Furail, Sturmsucher, Vulkannebel, täuschender Schatten, Rebel, Bogenschützensucher, Bernsteingras, Kamikaze, Kettensägenkrieger, Kolon, das Orakel, Blasto, explosiver Soldat, Sarius, Visier der Unterdrückung. Und das war's. Yes! Boah.
okay. Muss ich jetzt mal von meinem Trip wieder runterkommen. Ich habe ja hier noch ein paar Wüstechen. Um genau zu sein. 4 Stück. Boah, dann öffne ich die Lichtkreaturen jetzt zuerst. Nach dem Nicepool. Da muss ich erstmal. Muss ich erstmal hier reinhauen. Beziehungsweise, sorry Leute, ich sage immer Lichtkreaturen. Das hier ist keine Lichtkreatur, ich sage nur Lichtkreaturen, weil sie gelb ist. Das ist eine Finsterniskreatur. Das ist nämlich genau die hier steht. Die habe ich nämlich schon gezogen. Ebenso wie diese Kreatur. Das ist wiederum eine Lichtkreatur. Ich sage nur Licht, eben weil die andere auch gelb war. Das ist. Damit es hier zu keinen Missverständnissen kommt oder zu Gehäterei. Nun gut, hier mal das Puzzleteil. Defensio. Defensivkämpfer. Schwert des bödartigen Tods. Milios, der Tagstrecker. Jagdknäuel. Ah, endlich mal eine neue Wasserkreatur. Popobrecher, Pipikuppi, Skelettendieb der Aufdecker, Brausender Wirbelsturm, Schattenmond, verfluchter Schatten, Hüter des sonnigen Abgrunds. Und das war's. Kommen wir hierzu. Hier mal das Puzzleteil. Photosight, Herr des Verfalls. Auch eine neue Kreatur, die ich glaube ich noch nicht gezogen habe. Sehr geil. Vulkannebel, täuschender Schatten. Jagdknäuel, Taupilz, Klonfabrik, explodierender Kaktusaurus, Visier der Unterdrückung, Torkon, Kamikaze, Kettensägen, Krieger, Aquawache. Und das war's. So. Dann habe ich jetzt noch diese beiden hier. Eine Wasserkreatur und eine Lichtkreatur vorne drauf. Meine ich jedenfalls, dass das eine Lichtkreatur ist. Ja, das ist eine neuere Reihe von Duel Masters. Ich kenne mich eigentlich nur mit dem Base-Set aus, mit Rotus zum Reißenden und gepanzerter Sprengmeister Valdios und Scharlach Himmelsterror. Diese Anfangskreaturen, auch aus der ersten Serie. Hiermit kenne ich mich nicht so gut aus, aber dennoch immerhin so gut, dass die Videos laufen. Ja, das Puzzleteil. Mystische Inschrift. Sternenkrümmer, ist das geil, eine Holokarte. Hammer. Eine Verira. Evolution, die kann direkt angreifen. Gigabolver. Rebel Bogenschützen. Sucher, dreäugige Libelle, Purpurnbrecher, Aquawache, Kanonenkäfer, Schattenmond, verfluchter Schatten, explodierender Kaktus. Und das war's für dieses Booster. Ja, Leute, jetzt kommt aus diesem Display vorerst mein letztes Booster. Ich habe ja mir zu Anfang 4 weggenommen, random, um nochmal wieder ein kleines Special zu drehen. Es wird wieder ein gemischtes Special, wie mein erstes. Also habe ich mir 4 Stück, habe ich mir meine ich weggenommen. Ja, und
Die offizielle Reihe endet jetzt hier mit diesem Booster. Bitte, bitte, nice, pull. Obwohl, ich kann mich nicht beschweren, was ich hier sehe. Das ist eigentlich schon, das hat meine Erwartungen schon übertroffen. Zumal ich auch eine grüne Very, nee, eine grüne Super Rare gezogen habe. Schon echt brachial. Nun gut. Mal gucken, was hier so drin ist. Wir haben hier das Puzzleteil. Wir haben Aeris Flugelementar. Das ist die Karte, die vorne auf den Boosterpacks zu sehen ist. Und wir Very nice. Leute, das ist so geil. Ich freue mich nass. Ich freue mich nass. Leute, ja. Ja. Das ist genau die Kreatur, die ich zweimal auf Englisch gezogen habe. Und ich wollte sie auf Deutsch haben. Und hier ist sie. Hier ist sie. Hier ist sie. Hier ist die Kreatur der Kreaturen. Leute, die was von Duel Masters verstehen, wissen, warum ich so abgehe. Leute, die das Spiel wirklich spielen, die sich in die Regeln des Spiels hineinversetzen, die wissen, warum ich so abgehe. Die ein Lichtdeck spielen. Oh, Al-Qaidas Herr der Geister. Ist das geil? Ist das geil oder ist das geil? Das ist einfach nur Hammer. Ja, warum ich so abgehe? Ich erkläre es euch kurz, also es gibt normale Kreaturen, ja, die sehen so aus. Dann gibt es Evolutionskreaturen, die sehen so aus, die haben hier so ein Sternchen. Normale Kreaturen wie diese legt man in die Kampfzone, wie bei jedem anderen Spiel auch, kann aber nicht angreifen, erst nächste Runde. Es gibt bei diesem Spiel eine von der Angriffsverzögerung für jedes Monster, was man legt. Evolutionskreaturen legt man auf ein anderes Monster drauf. Welches das ist, das steht hier immer in den Effekten. Evolutionskreaturen können aber sofort angreifen. Das ist die Scheiße. Ha! Doppelbrecher hat diese Karte, das steht hier auch immer in den Effekten. Das heißt, die kann von den Leben, die man hat quasi, man hat 6 Leben, kann man direkt 2 zerstören. Normalerweise kann man immer nur 1 zerstören, aber da kann man direkt 2 zerstören. Und, ja, Spieler können nur Lichtzaubersprüche aussprechen. Wenn ich die spiele und auf dem Feld liegt, kann kein Zauberspruch gesprochen werden. Nur von Lichtkreaturen. Das ist gelb, das ist Licht. Ich hoffe, das ist verständlich. Und jetzt kommt der Oberhammer dieser Karte. Diese Karte hat brachiale 12.500 Angriff. Und die kostet nur 6 Mana. Ich rede um den heißen Brei. Leute, die das Spiel nicht spielen, die verstehen das wahrscheinlich gerade sowieso nicht. Ich muss mir gerade nur mal an dieser Karte hier ergötzigen. Ist das geil. Ich wollte diese Karte in Deutsch. Ich habe sie zweimal in Englisch gezogen. Das war schon der Witz. 2 Booster hintereinander. Zweimal die Karte drin gewesen. Nice Pull. Auf jeden Fall auf Englisch, ja, aber jetzt nochmal auf Deutsch, das ist echt, das ist der Hammer, Leute. Das ist echt der Hammer, ist das. Ja, dann mache ich mal weiter kurz. Furail, Sturmsucher, Lokomotiva, Milius, der Tagstrecker, Sarius, Vezier der Unterdrückung, Kamikaze, Kettensägenkrieger, also... Ich muss mal kurz was loswerden, aber ich hatte keinen Booster, wo diese Karte wirklich nicht drin war. Komisch. Die ist ja wirklich common. Skelettendieb, der Aufdecker. Torkon. Gulan, Ries, Temporichter. Jo, und das war's. Ah. Das hier ist echt.
Da muss ich noch mal kurz die Kamera in die Hand nehmen und noch mal kurz gesondert draufhalten. Das ist eine very rare, das ist ein, also es gibt hier. Und das hier ist eine very rare, das ist ein Sternchen mit einem Kreis drum. Und die ganzen anderen Nice Puls. Leute, ist das geil. Die Karte, die ich unbedingt auf Deutsch haben wollte, ich habe sie auf Deutsch gezogen. Das ist so krass. Das ist so krass. Das ist eine Very Rare auch. Der Sternenzerkrümmer ist auch eine Very Rare. Und das hier, das ist was ganz Besonderes. Die ist ultra selten. Das ist eine Super Rare. Die hat unten so vier so kleine Vierecke nebeneinander. Ich hoffe, man kann das erkennen, dass das kein Stern ist, sondern vier so kleine Vierecke nebeneinander sind. Also Super Rare Karten, sagt der Name, da ist richtig schwer dran zu kommen. Die aus dem Booster zu ziehen, da muss man echt verdammt viel Glück haben. Die sind echt sehr, 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 sehr selten und heiß begehrt bei Sammlern. Muss nicht heißen, dass sie auch gleichzeitig einen übertriebenen guten Effekt haben oder übertriebenen viel Angriff. Heißt einfach nur, die ist super selten und glitzert sehr schön. Ja. Den besten Effekt haben meistens hier diese Super Rare Karten. Diese gelbe hier, oh mein Gott, ist das geil. Naja, gut, genug der Rederei. Genug des Kamera-Selbsthaltens. Ich mach die Schotten hier dicht. Bis zu meinem nächsten Video. Ciao.